Ja, wie Sie alle sehen, die Türen sind alle weit offen und damit wollen wir das Handwerk für junge Menschen nämlich immer wieder erlebbar machen. Damit wollen wir Orientierungsmöglichkeiten schaffen auf dem Weg zu eurem Traumberuf. Ich wünsche Ihnen und uns allen viel Spaß beim Handwerk Live und freue mich nun auf eine kleine Gesprächsrunde mit Kreishandwerksmeister Jeschke, Oberbürgermeister Wagner und den Kreisbeigeordneten Herrn Schreiber. Ich bin auch dabei. Diese Fragerunden, das haben hier die beiden von der Schwimmbachschule mit uns gestaltet. Und da kann ich schon mal sagen, die haben noch mal einen Applaus verdient. Würden Sie als Oberbürgermeister der Stadt Wetzlar einem Jugendlichen eine Ausbildung im Handwerk empfehlen? Ja, zunächst mal ein ganz herzliches guten Morgen an euch alle, an Sie alle. Und ich bin auch dankbar dafür, dass wir, Herr Repp, Herr Mundschenk, in diesem Jahr ein bisschen anderes Format haben. Ich glaube, Grußworte sind ja oftmals ein wenig ermüdend. Von daher finde ich das mit so einer Fragerunde ganz toll. Jetzt zur Frage. Ja, ich würde es Jugendlichen empfehlen. Wir haben gerade gestern in der Zeitung lesen können, dass insgesamt die Zahl derjenigen, die an dualen Ausbildungen teilnehmen, rückläufig ist. Das schließt alle dualen Ausbildungsberufe, das schließt insbesondere auch das Handwerk ein. Und das Handwerk hat große Perspektiven. Über 130 Ausbildungsberufe werden angeboten und ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten für junge Menschen, sich zu engagieren und auch die eigene Karriereplanung zu betreiben. Handwerk ist eine wichtige und eine gute Alternative auch zum Studium und Handwerk ermöglicht ja auch ein Studium. Von daher, glaube ich, ist es eine gute Basisqualifikation. Handwerker werden gesucht, Betriebe stehen zur Übernahme an in ganz, ganz großer Zahl. Also eine tolle Perspektive, die man möglicherweise mit dem Studium so nicht gleich hat. Und im Übrigen, der Weg ist nicht verbaut. Man kann auch mit einer Handwerkausbildung, mit der Übernahme eines Betriebes, sich auch noch entscheiden zu studieren. Von daher, glaube ich, eine gute Basis. Und auch eine gute Basis im Grunde, relativ früh auch finanziell ein Stück weit Selbstständigkeit zu erlangen und vielleicht auch eigene Lebensträume zu verwirklichen. Von daher, ja, ich empfehle eine Ausbildung im Handwerk. Hallo erstmal. Meine Frage geht an den Herrn Schenkel. Was versprechen Sie sich als Kreishandwerksmeister vom heutigen Tag der offenen Tür? Wie viel Nachwuchs braucht das Handwerk? Ja, mein Name ist Jeschke, nicht Schenke. Ich bin der Kreishandwerksmeister des Lahn-Dill-Kreises. Zur ersten Frage möchte ich sagen, wir Handwerker, das heißt die Betriebe, die sich hier präsentieren, freuen sich natürlich über alle Anwesenden, die hier sind. Und sie präsentieren ihr Handwerk, die Innungen zeigen ihr Können. Die Mannschaft ist hier mit den Obermeistern, den stellvertretenden Obermeistern, den Mitarbeitern sowie auch einigen Auszubildenden, mit denen ihr persönlich ins Gespräch kommen könnt, mit denen ihr alle Sorgen und Nöte, die ihr jetzt habt, mal Fragen direkt diskutieren könnt. Dafür sind wir hier, wir wollen euch das zeigen. Was ich mir persönlich wünsche, ist natürlich den Zugang zum Handwerk, damit ihr euch hier schlau macht und auch über alles erfahrt im Handwerk. Das soll eigentlich der Tag heute aus Sicht des Handwerks sein. Und wie war die zweite Frage? Wie viel Nachwuchs braucht das Handwerk? Wie viel Nachwuchs braucht das Handwerk? Ja, das ist eine gute Frage. Und ich rufe euch zu, wir Handwerker brauchen euch alle. Hauptschüler, Realschüler und Abiturienten. Ihr findet alle bei uns einen Ausbildungsplatz. Ihr müsst euch bewerben. Bewerben um eine Praktikumsstelle, damit ihr das Handwerk näher erklärt bekommt. Ihr müsst euch bewerben, um einen Ausbildungsplatz, um eine Lehre 3 oder 3,5 Jahre zu absolvieren. Und mit bestandener Lehre werdet ihr Geselle und habt sofort den Zugang, der Herr Oberbürgermeister hat es erwähnt, sofort den Zugang zur Meisterprüfung. Ihr könnt euch also sofort anmelden zur Meisterprüfung. Und mit bestandener Meisterprüfung, das ist in Hessen seit über 5 Jahren der Fall, könnt ihr den Zugang zur Universität haben. Das heißt, die Meisterprüfung, die bestandene Meisterprüfung wird dem Abitur gleichgesetzt. Das ist also eine ganz tolle Sache. Was ich mir natürlich persönlich wünsche, ist nicht das Studium, das könnt ihr auch machen, aber wäre die Selbstständigkeit. Ihr könnt mit bestandener Meisterprüfung einen bestehenden Betrieb übernehmen, der zur Übernahme steht. Ihr könnt euch selbstständig machen. Ihr könnt Lehrlinge selbst ausbilden
Und glaubt mir, ich spreche aus Erfahrung, ich habe selbst einen eigenen Handwerksbetrieb, das größte Glück eines Handwerkers ist die Selbstständigkeit. Wenn ich etwas erschaffe, was ich nach Feierabend anfassen kann, ich sehen kann, was ich praktiziert habe, dann bin ich glücklich. Und was ganz wichtig ist, ich krieg's auch noch gut bezahlt. Und das ist eine Sache, die ich euch auch allen wünsche. Macht euch heute schlau übers Handwerk. Beginnt ein Praktikum, dann werdet ihr sehen, ob das richtig für euch ist. Und vielleicht sehen wir uns alle wieder bei der Lehre mit Karriere. Vielen Dank. Herr Schreiber, Sie vertreten in der Region den Landkreis und machen sich für Handwerk und Industrie stark. Sie sind beim Landkreis auch für die Schulen zuständig. Wie sieht es mit der Berufsorientierung in den Schulen aus? Wird genug für den Handwerk geworben? Ja, das tun wir. Ich will vorab noch mal eine Frage stellen. Wer hat von euch heute Morgen schon ein Brötchen gegessen? Mal Hand hoch. Ja, einige. Wenn es keine Bäcker geben würde, hätten wir keine Brötchen, oder? Im Winter brauchen wir eine Heizung, Heizungssanitär, Handwerk. Ja? Und wir als Schule, als Schulträger, aber wir haben 94 Schulen im Landkreis. Ja? Also ein Achtel davon. Wir haben 4 Gymnasien, 6 Förderschulen, 12 Gesamtschulen, 2 Haupt- und Realschulen und eben 5 Berufsschulen. Und wir als Schulträger unterstützen die Berufsschulen massiv. Zum Beispiel das Thema Schulzentrum ist dem einen oder anderen schon mal begegnet. Da werden wir in den nächsten Jahren 50 Millionen Euro bewegen. In Dillenburg reden wir von 20 Millionen Euro, die in die Schulen hineinfließen werden, in die kaufmännische und in die gewerblichen Schulen in Dillenburg. Wir haben überwiegend moderne, bauliche und auch Ausstattungsinfrastruktur anzubieten. Spricht jemand dagegen? Oh, gut, später zu mir kommen. Warum ist aus Sicht des Präsidenten der Handwerkskammer Wiesbaden eine Ausbildung im Handwerk für junge Menschen so wichtig? Gibt es nicht schönere Berufe? Ja, vielen Dank für die Frage. Aus meiner Sicht, jeder muss das für sich selbst beantworten. Der zweite Teil der Frage, ob es schöne Berufe gibt. Schöne Berufe, das hängt auch damit zusammen, wie ihr euch alle bisher durch alle Schulformen bis jetzt. Das liegt an mir, ja, ich weiß. Es liegt einfach daran, wie ihr in der Schule dabei seid. Und ich schätze, so wie ihr schön lächelt, seid ihr alle mit sehr, sehr guten Noten dabei. Und dann solltet ihr euch mal informieren. Das ist das, was ich immer wieder jungen Menschen sage. Unterhaltet euch mit anderen, die circa jetzt um die 30 sind, die studiert haben. Ich will auch gar nicht nennen, welchen Beruf die studiert haben. Aber fragt mal die, was sie dann in den nächsten 1-2 Jahren verdienen. Und dann unterhaltet ihr euch mal mit dem erfolgreichen Geselle, was er mit 23, 24 schon verdient. Und das sind für mich die Gründe, warum man immer wieder eine duale Ausbildung machen soll. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Aber ich sag mal, es ist wichtig, dass ihr euch überhaupt orientiert. Orientierung ist ein Schlüsselbegriff und wir wollen euch da eine Hilfestellung geben. Handwerk Live 2016 findet in einer Zeit statt, die eigentlich kaum besser sein könnte, denn wir haben keinen Lehrstellenmangel, sondern wir haben einen Lehrlingsmangel. Deshalb werben wir alle um euch, dass ihr ins Handwerk kommt. Wie machen wir das? Wir machen das zusammen mit den Innungen, mit der Kreishandwerkerschaft, um das auch mal zu betonen, aber auch mit den Schulen. Und ich bin auch den Lehrern sehr dankbar, dass sie gesagt haben, hier müsst ihr jetzt vor Ort sein und nicht nur theoretisch mal irgendetwas hören, sondern Handwerk live, das heißt Berufe zum Anfassen, das wird euch hier geboten. Wir haben eine Praktikums- und Lehrstellenbörse. Wenn ihr Interesse habt, schaut da mal rein. Wir haben natürlich auch erstmals einen Bewerbungsmappencheck. Also wenn ihr eure Bewerbungsmappen dabei habt, dann könnt ihr bei euren Ausbildungsberatern könnt ihr die vorlegen.